So, hallo, dieses Video wollte ich sowieso machen, das passt in das vierte Semester, aber durch die Corona-Geschichte und diese ganze Sache, wie das Abitur ablaufen will, versuche ich einige Elemente von Erinnerungskultur euch dann nochmal nahezubringen, hier so in Videoform. Bei diesem Video geht es um Objektivität und Geschichte, das oder auch Konsensobjektivität, ihr seht es am Titel. Es bezieht sich auf Karl Ernst Jeißmanns Konzept von Geschichtsbewusstsein und gehört eigentlich in den Bereich der Q-Phase bei erhöhtem Niveau im vierten Semester. So, schauen wir mal nach, wovon reden wir eigentlich bei der Beschäftigung mit Geschichte? Das ist unsere Frage. Wir machen ja Geschichte seit der 5. Klasse, vorher ist das so im Sachunterricht in der Grundschule. Und wir sagen so, wow, ja, Geschichte, ich lerne was. Und wenn ihr früher zur Schule gegangen wärt, so wie ich, dann hätte man sowas gehabt wie, ja, lern alle Jahreszahlen auswendig, dann weißt du, was Geschichte ist und so. Das ist natürlich Quatsch. Es kommt uns so vor, dass wir sozusagen unumstößliches Wissen über vergangene Abläufe lernen. Und dadurch haben wir total die Geschichtskenntnis. Das ist so nicht korrekt, sagt Jeißmann, und ihr werdet gleich sehen, dass das in sich logisch ist. So, es handelt sich nämlich nie um reale Geschichte, denn wir sind nicht dabei gewesen, und da selbst das wäre keine reale Geschichte, sondern nur unsere Perspektive. Es ist immer die spätere Rekonstruktion dieser vergangenen Ereignisse. So. Unsere Hauptsache, wo wir Dinge über die Vergangenheit her wissen, das sind die Quellen. Das habt ihr alles gelernt seit der 5. Klasse, kein Problem. Diese historischen Quellen, also Text, Bild und so weiter, gewähren uns Einblicke in die Vergangenheit und wir haben das Gefühl, wir wissen jetzt, was damals so passiert ist. Aber erstmal haben wir ein Problem. Zu verschiedenen Epochen haben wir völlig unterschiedliche Mengen und Arten von Quellen. Bei einigen Sachen sind die Quellen quasi unüberschaubar, das heißt, eine menschliche Lebenszeit reicht nicht mal aus, um das alles zu lesen oder zu gucken, was es da so gibt. Und bei anderen haben wir völlig unverständliche Dinge, ganz wenige Menschen haben Sachen weggeworfen, die sind zerstört worden, sodass wir gar kein vollumfängliches Bild haben. Und das macht das Ganze etwas schwieriger zu sagen, boah, ja, wir haben total die Quellen und wissen super Bescheid über die Vergangenheit. Das ist ein Trugschluss. So. Ja, erstmal nennt das ein vieldeutiges, mehrdimensionales Puzzle, was die Leute betreiben. Und dieses Puzzle wird jetzt also praktisch das Teil der Rekonstruktion. Und zwar wird das dann auch noch immer wieder umgebaut und völlig neu gestaltet, je nachdem, wann wir gucken. Da gibt es verschiedenste Gründe dafür. Das eine sind, man kriegt neue Erkenntnisse dazu. Wir haben alle hier ganz konkret, jetzt auch in unserer Schule richtig betreffend, ist ja, es gibt Ausgrabungen von Archäologen, völlig neue Erkenntnisse werden hergestellt. Wir nehmen mal die Schöninger Speere. Ich habe noch Geschichtsbücher, wo drin steht, ja, die Menschen konnten also seit ungefähr 30.000 Jahren gezielt gemeinsam jagen. Da steht da drin, das haben Generationen von Schülern so gelernt, und haben gedacht, so, boah, jetzt haben sie total die wahre Geschichte im Kopf. Wir finden diese Schöninger Speere, so merkwürdig sie uns zum Teil aus, ja, erscheinen mit diesen Holzstöcke da und so, ne? Aber wir wissen plötzlich, nee, nicht 30.000 Jahre, sondern seit 380.000 Jahren, 400.000 Jahren, vielleicht nur 300.000 Jahren, wir wissen es nicht so genau. Auf jeden Fall um den Faktor 10 höher haben Menschen gemeinsam gezielte Jagden veranstaltet. Und das ist schon ziemlich krass. So, dann gibt es unterschiedliche Perspektiven. Ganz klar, wer guckt da eigentlich drauf? Und diese Menschen, die da drauf gucken und die Geschichte rekonstruieren, haben auch völlig unterschiedliche Erfahrungen. Ich mache da nachher noch ein Beispiel dazu. Jetzt muss man uns die Frage stellen, und damit verunsichere natürlich vielleicht auch den einen oder anderen, gibt es das überhaupt, die wahre Geschichte, die ich gelernt habe? Nein, die gibt es so nicht. Nämlich, wir können nicht über die Wahrheit der Geschichte streiten, sondern nur über die Richtigkeit bestimmter Rekonstruktionen, die uns präsentiert werden. Die Urteile und Wertungen, die wir vornehmen, sind immer auf uns selbst bezogen, ob wie auf unsere Perspektive, auf unsere oder eben eine fremde Rekonstruktion von geschichtlichen Ereignissen. Die Reihung historischer Fakten ist nicht Geschichte. Von anderen Erfahrungen und Positionen her gesehen sind dieselben Fakten, dieselbe historische Phase sieht plötzlich ganz anders aus, ohne dass das aber letztlich automatisch falsch sein muss. Das ist gar nicht so. So, wie sollen wir jetzt damit umgehen, mit unserer Verunsicherung? Ganz einfach, wir müssen uns klar machen, dass keine einzelne Rekonstruktion das Recht auf Allgemeingültigkeit für alle Menschen, alle Zeiten und alle Orte hat. Wir müssen alle Rekonstruktionen miteinander in Beziehung setzen und aneinander messen. Was wird uns da eigentlich präsentiert? Und dadurch entsteht das Verständnis über die verschiedenen und aber auch begrenzten Vorstellungen von Geschichte, von der Rekonstruktion von Geschichte der Einzelnen. Das Ziel ist die Konsensobjektivität, so nennt Jeißmann das. Das bedeutet, dass praktisch durch diese Abwägung der verschiedenen Perspektiven, durch die Urteile zu den verschiedenen Perspektiven dieser Rekonstruktion, entsteht diese Konsensobjektivität.
Wir wenden sachlich und methodisch tragfähige Untersuchungsmittel an. Das ist das, was wir tatsächlich auf den Zettel schreiben müssen. Maßen uns dadurch aber nicht an, dass wir allgemeingültige Maßstäbe und Urteile damit erhalten. Wir müssen sozusagen wissenschaftlich korrekt arbeiten zur Dekonstruktion und können dadurch unsere Erkenntnisse gewinnen. Und dadurch entsteht ein ständiger Diskurs um Geschichte, ein andauernder Austausch von Argumenten, gespeist durch neue Erfahrungen oder auch die Dekonstruktion von Perspektiven. Das Geschichtsbild wird viel vielfältiger, als wir uns das jetzt so grob erstmal vorstellen können. Und wir kriegen ein viel deutlicheres Verständnis des anderen in der Gegenwart, so nennt ja ist man das. Und das ist eigentlich das Ziel der Konsensobjektivität. So, ich versuche das mal kurz zu erklären, anhand eines Beispiels, was ich wirklich sachlich sehr, sehr runterbreche. Die erste Perspektive ist Deutschland. Und zwar erste Drittel des 20. Jahrhunderts, Bereich Erster Weltkrieg. So, wir haben hier eine Perspektive, die den Verlauf betrachtet. Sie streiten um die Kriegsschuldfrage, den Versailler Vertrag und beziehen dabei ihre Erfahrungen des Ersten Weltkriegs mit ein. Also sowohl die Linken als auch die konservativen Kräfte gucken darauf, wie ist der Krieg eigentlich abgelaufen, was haben wir hier für Erfahrungen gemacht und so weiter, gucken aufs Kaiserreich, auf Europapolitik der damaligen Zeit. Keine Frage. So, nehmen wir jetzt mal Polen, das ist ja unser drittes Semesterthema. Auch hier erstes Drittel des 20. Jahrhunderts, Erster Weltkrieg. Die legen jetzt den Schwerpunkt auf diese polnischen Grenzkriege. Sie blenden dabei zum Teil aus, dass die polnischen Soldaten auf beiden Seiten gestanden haben und sich gegenseitig umgebracht haben. Sowohl auf russischer Seite gab es Legionäre polnische, als auch auf österreichischer Seite und so weiter. Sie betonen dann den nationalen Gedanken und auf Grundlage ihrer Erfahrung durch diese polnischen Teilungen, den Verlust des Staates für die Nation, betonen sie jetzt hier diese nationale Erfahrung, dass man jetzt den Staat wiederbekommt. Und einen neuen Staat an einem Anfang steht, einen Aufbruch hat, sozusagen etwas wiederbekommt, was einem zusteht und jetzt auch mit der Vergangenheit abschließen will und ein neues Bild erzeugen will. Das heißt, wir haben hier zwei völlig verschiedene Perspektiven, die ganz andere Schwerpunkte setzen auf Grundlage der individuellen Erfahrung der Historiker der beiden Staaten. Dieselbe Zeit, dieselben Abläufe, die Schlachten finden an den gleichen Tagen statt. Das ist Faktenlage, ist vollkommen gleich, aber völlig unterschiedliche Wertung. Und keine dieser beiden Perspektiven hat jetzt den Anspruch auf eine Allgemeingültigkeit. Also zu sagen, ja, wir haben Recht und ihr anderen habt aber nicht Recht oder ihr verrennt euch da in irgendwas. Sondern diese beiden Perspektiven müssen miteinander verglichen werden, um dann eine zeitbezogene Konsensobjektivität zu erreichen innerhalb der Rekonstruktion oder der Dekonstruktion dieses Geschichtsbildes. Und dann muss man wiederum sogar dabei wieder beachten, dass 1929 oder 1925 eine ganz andere Konsensobjektivität bezüglich der Darstellung von Geschichte entstanden ist, als dann 1995 oder heute, weil wir natürlich völlig neue Erfahrungen und neue Erkenntnisse haben. Wir finden Quellen, wir beschäftigen uns in diesem erwähnten Diskurs damit und kriegen also eine ganz andere multiperspektivische Deutung. So, ich hoffe, das ist ungefähr klar geworden. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die einfach in die Kommentare rein. Wir versuchen die dann öffentlich sozusagen zu beantworten, damit alle daran teilhaben können. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich über Likes, das übliche Gesumse am Ende. Und ich verlinke hier jetzt auch gleich noch ein paar Sachen. Ich habe auch so Playlists gemacht, wo ihr dann auch nachgucken könnt, ob ihr da weitere Sachen noch findet, die ihr zur Vorbereitung fürs Abitur oder allgemein zum Lernen halt gut gebrauchen könnt. Bis dahin, macht's gut.